Hallo und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Heute gibt es wieder einiges zu erleben. Bin gerade auch erst reingekommen. Mal kurz gucken. Gildenchat. Oh, wir sind noch bei 41% im Portal. Das will ich gleich noch runterhauen auf, oh, noch 40. Also ich möchte es gleich auf unter 40 auf jeden Fall klatschen und zwar richtig weit. Dazu schauen wir mal. Ja, die Glückssuche war mir heute nicht so gewogen. Es gab nur Müll-Edelsteine. Aber wenn wir uns mal hier den einen Glücksedelstein angucken, 488. Da dachte ich mir, den hebe ich mal noch auf, einfach nur, um ihn euch mal zu zeigen, wie hoch da die Werte sind, weil mein höchster bisheriger Stein, den ich gefunden habe, waren 478, also glatte 10 Punkte mehr. Und da hoffe ich natürlich, dass ich jetzt noch einige mehr davon finde. Und ja, bis jetzt aber nicht. Und den nächsten gibt es erst in 3,5 Stunden. Jetzt schauen wir mal kurz. Ne, den kann man nicht angreifen. Und hier gibt es auch noch nichts. Ja, bevor wir die Festung, die Portalkämpfe machen, versuchen wir mal noch ein bisschen am Glücksrad zu drehen. Wir brauchen noch 1,2 Millionen Holz. Dann können wir die Magier ausbauen. Das wäre richtig cool, wenn wir das jetzt noch schaffen würden. Das würde heißen, wir müssen viermal auf das große Holz kommen. Das ist möglich. Also dreimal ist ja statistischer Schnitt, weil ja jedes Feld durchschnittlich zweimal kommen kann. Und wir haben ja einmal Großholz, einmal Kleinholz. Zweimal Kleinholz und zweimal Großholz kommt ja statistisch dran. So, jetzt haben wir schon fast 10 Millionen Gold erdreht. Das hat sich dann schon gelohnt. Gildenkampf. Ja, dann, wenn der gerade zufällig da reinpoppt, schauen wir uns den erstmal an. Vielleicht bringt es ja Glück. Und dann klicken wir durch. Ja, wir haben jetzt, habt ihr gesehen, unser Niedrigster jetzt, der ist schon auf über 120. Aber macht natürlich bei den anderen jetzt hier noch nicht so viel Schaden. Weil die sind ja alle schon im hohen 200er Bereich. Aber wir gucken mal, bis wohin wir jetzt hier schon kommen bei Jans Gefährlich. Und mal gucken, bald müsste doch durch sein hier. Da. Kommen schon langsam die Großen bei denen. Da ist Seth, der ist der Letzte. Mal gucken. Ja, hier den besiege ich ja auch. Oder er besiegt mich manchmal. Ist immer so ein knappes Ding. Aber hier, wir haben noch welche, die sind ein bisschen schwächer. So, wie viel haut der weg? Eins. Ach, nicht mal zwei Gegner boxt da weg. Hat er wohl Pech gehabt heute. Hast super gemacht, Murdoch. So, da drehen wir mal weiter. Also es war vor ein paar Tagen schon mal ein bisschen knapp. Da standen wir, also ich denn schon mit drin. Da dachte ich schon, ach, naja, nicht, dass sie jetzt stärker geworden sind. Aber unser 1% hier im Gildenportal, der hat wieder ein bisschen was rausgerissen. Und wir haben ja auch ein paar Inaktive ausgetauscht, die jetzt sich nicht so oft gemeldet hatten. Ein Helm, sehr schön. Wir brauchen aber immer noch Holz. Einmal hatten wir schon. Stein brauchen wir zurzeit absolut nicht. Komm. Ja. Was brauchen wir absolut nicht? Stein. Was kommt? Stein. Und nochmal. Also Holz brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Also Holz, wenn das jetzt kommen würde, wäre völlig sinnlos. Ne? Mist, klappt auch nicht. Umgekehrte Psychologie. Ja, Lucky Coins gibt es wieder ordentlich viel. Da habe ich heute wieder ein paar machen können. Also wir haben heute unsere 190, die wir verdrehen, schon geschafft. Und ja. Ist einfach immer, denke ich mal, Zufall. Oh, ganz knapp davor. So, noch können wir es schaffen mit dem Holz. Jetzt müsste nur noch ein paar Mal Holz kommen. Und. Ah, nee. Oh, Rucksack ist voll. War heute. Nee, Brüste waren heute, genau. Dann verkaufen wir mal den Edelstein. Den habe ich euch jetzt gezeigt und jetzt kann er weg. Warum verkaufe ich den großen Edelstein? Ganz einfach, weil der kleine weniger wert ist. Und den kleinen werfe ich morgen ins Klo. Von daher kann erstmal der Edelstein weg. Ah, nee. So, dreimal. Jetzt, jedes Mal muss jetzt großes Holz kommen. Kleines Holz. Na, vielleicht können wir den heute doch noch ausbauen. Jetzt komm, komm, komm. Okay, das war's. Ah, die sind alle so viel wert. Nee, ist doch nicht so gut für einen Begleiter. So, und noch ein Dreh. Komm, komm, komm. Holz. Kleinholz, na, immerhin. Besser wie nix. So. Mal gucken, da fehlen uns jetzt noch einfach zu viel. Soldaten können wir ausbauen. Bringt uns aber überhaupt nichts, weil wir können uns ja mal schnell noch, bevor wir hier loslegen, die Kämpfe angucken. Oh, hier hatte ich doch noch
zwei Festungskämpfe, die ich noch nicht gespeichert habe. Gucken wir da mal schnell rein. Ein epischer Kampf gegen eine Mauer. Da haben wir mal alles gewonnen. Holz und fast 4000 Stein. Und nochmal dasselbe. Da haben wir ein bisschen mehr. Na, 7.000, 8.000 Holz und 2.500 Stein. Dann hatten wir hier wieder ein paar mehr. Und das war, glaube ich, der Kampf heute Morgen. Da war ich so verplant. Da hatte ich einfach nicht damit gerechnet, dass ich jetzt schon die 105er Krieger habe. Und habe da jetzt eigentlich Verlust gemacht, glaube ich. Ah ne, da haben wir noch Gewinn gemacht. Das war noch ein guter Kampf. Aber bei dem anderen hier, da habe ich mich nicht angegriffen und gedacht, oh ja, da machen wir ja auch Holz plus. Aber nee, da haben wir im Endeffekt, glaube ich, 10.000 Holz oder so minus gemacht. Und ich bin auch echt am Überlegen, weil 18 Krieger jetzt schon ganz oft gegen 20, nee, 22, 85er Bogenschützen und Magier sehr knapp ausging. Und hier haben wir auch wieder den letzten. Und das hätte man fast verlieren können. Also, naja, ein, zwei Leute mehr gekrittet hätten, die Bogenschützen mehr ausgewichen wären. Und wie ihr seht, habe ich halt über 10.000 Holz minus gemacht. Zwar Stein plus, aber brauche ich heutzutage nicht. Dann hatte ich, glaube ich. Oh, das ist der Kampf von gestern. Hatten wir uns den schon angeguckt gehabt? Nee, stimmt, genau. Gestern habe ich ja den Kampf recht spät gemacht, weil ich immer noch darauf gehofft hatte, einen guten Edelstein zu finden zum Sockeln, aber da habe ich dann, glaube ich, abends noch die Schuhe reingenommen und dann noch einen Edelstein reingesetzt und der Kampf lief auch gar nicht mal so schlecht. Also ihr werdet gleich sehen, da kommen eigentlich nochmal zwei Crits oder ein Crit und ich habe es geschafft, den, glaube ich, 3% oder so abzuziehen. Und jetzt können wir hier mal gucken, also ich habe die Schuhe, da habe ich dann noch einen 451er Stein gefunden, der hat es nochmal ein bisschen rausgerissen und nochmal alles verbessert. Ich habe jetzt auch alles verzaubert wieder, das vergesse ich gerne mal, da sollte man immer nochmal drauf achten. Aber natürlich total doof. Ich habe den besten Edelstein in den Gürtel gemacht und dann mir noch einen Gürtel geholt, der ein Punkt besser ist. Und eigentlich, wenn ich jetzt einen Edelstein finde, der auch so gut ist oder besser ist, wäre es für mich immer noch nicht sinnvoll, den Gürtel anzulegen. Weil hier halt überall viel, viel schlechtere Edelsteine drin sind und es erst sinnvoller wäre, die auszutauschen und die anderen e und die hier besser zu machen. Von daher, den sollte ich eigentlich als letztes wechseln und ach, naja, das war ein Fehlkauf. 15 Pilze, die da mal völlig sinnlos ausgegeben waren. So, was blinkt hier? Das nervt mich schon den ganzen Tag, aber ich dachte mir, ich warte mal, bis wir jetzt hier das Video machen, um euch den Kampf zu zeigen. Und jetzt gehen wir rein und ich möchte den jetzt auf unter 40% hauen. Richtig geil wäre natürlich wieder so ein Kampf, wo ich dem 2-3% abziehe. Aber dafür muss ich ein bisschen ausweichen und nicht mich hier so wegboxen lassen kommen. Okay, das war ein Satz mit X. Aber, naja, 14. Och nee, scheiße, das ist immer nur auf 40%. Nicht mal 1% abgezogen. Naja, aber der wird heute noch. Wir haben hier noch ein paar Leute, die immer aktiv sind, die eigentlich immer noch kämpfen. Von daher schaffen wir es auf jeden Fall noch, den heute auf unter 40 zu blockboxen. Und ich habe das Gefühl, diese Woche liegt der noch. So, ah, wir hätten mal noch den einen Punkt Geschick skillen sollen. Der hätte es noch gebracht. So, dann gucken wir hier nochmal ins Portal rein. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt einfach so schlecht immer an Leben verliert, weil ich dem Kundschafter da jetzt einen andere Gegenstände reingehauen habe, weil der ist jetzt nicht mehr voll epic ausgestattet. Aber ich glaube, daran liegt es absolut nicht, weil der wäre jetzt auch so weg gewesen. Und ich schaffe es manchmal hier so 10 Millionen abzuziehen, also das hatte ich jetzt auch schon. Und ich hätte jetzt vielleicht nochmal einen Schlag gehabt, wenn er nochmal kriegt, hätte er vielleicht 8 Millionen gemacht. Aber dafür hätten wirklich alle anderen vorher auch kritten müssen, dann wäre der vielleicht weg gewesen. Aber so wird es erstmal noch nichts. Und mal gucken, neuer Gegner. Stein könnten wir plus minus null machen, aber Holz wäre das Verlust. So, und jetzt ab ins Zingelportal. So, 86% hat er. Mal gucken, wie viel wir ihn weghauen. Wir müssten ihn auf 211 oder 212 hauen, um
wenigstens die 10% zu schaffen, die wir ihm abziehen müssen, die er sich immer wieder heilt. Oh nee, komm. Genau, jetzt weich mal ein bisschen aus. Und triff auch mal. Und. Oh Scheiße, noch ein Crit und. Noch ein Crit und nicht mehr weg. Nein, komm. Oh. Also, das war jetzt wirklich so ein ganz knappes Ding. Ich glaube, der wird immer noch bei 86. Naja, 85 ist er jetzt, wenn er sich wieder heilt. Ganz knappe Kiste, also nur ganz wenig abgezogen, aber wenigstens hat er sich nicht hochgeheilt und wir kommen langsam voran. Das ist die Hauptsache. So, Inner Gilde. Ritterhalle 517, richtig cool. Und wenn wir mal gucken, das läuft eigentlich. Also wir haben zwar einen, der ist inaktiv. Wenn ihr bei uns anfangen wollt, schon auf dem Server einen Char habt, macht's auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier auch einen Owlfall-Jäger, der ist jetzt eine gute Woche hier und schon 121, hat auch schon drei Ritterhalle. Also Owlfall-Jagd mit unserem Bonus hier von 200%, das geht richtig flugs. Der hat jetzt auch schon 81%, vorhin waren es noch 80, also es geht auch immer besser hier. Weil auch durch den Schadensbonus, da macht er enorm viel Schaden in den Dungeons. Und dann auch noch die Edelsteine, also die sind einfach, ja, da braucht man nichts zu sagen. Die sind fast besser wie die Items selber. Also jetzt mittlerweile nicht mehr ganz, aber die sind halt richtig gut, besonders im niedrigen Levelbereich durch den Ritterhallenbonus. Können ja mal gucken, wie viele Dungeons hat er schon? 87. Also ich denke mal, der wird jetzt auch dann, sobald er den nächsten Dungeon leer hat, auch schon im Turm ein bisschen was reißen können, weil er da einfach richtig gut reinhaut mit dem Schaden her. Von daher bin ich auch mal gespannt. In seinem Single-Portal müsste er dann ja auch schon was machen können. Aber der ist ja jetzt noch. Schafft er jetzt seit 2, 3 Tagen in dem Bereich, da Schaden zu machen überhaupt. Von daher, es geht voran, es geht voran. Ansonsten haben wir hier, sind welche neu auf 351 haben sie geschafft. Und damit sind wir jetzt schon 4 Leute, nee, 5 mit mir, die schon über 350 sind. Also hier Roxy ist ja noch auf 350. Aber auch Glückwunsch dazu. Ist ja auch mal eine schöne Hürde, mal einen 25er zu erreichen, ohne in eine Levelbremse zu fallen. Ansonsten haben sich sehr, sehr viele hier neu eingestattet. Wie man auch sieht, haben viele noch Items ohne Sockel. Da bin ich halt eher so ein Verfechter für, da warte ich lieber noch, bis ich das Item anlege, bevor man da ohne Sockel rumrennt. Aber schwarze Edelsteine, die sind echt sehr selten. Wenn man mal so guckt, Fahrer hat auch eins? Nee. Wer war das denn hier gerade? Captain Jack? Ja. Ah, okay. Ja. Auch ein sehr schöner Edelstein. So, denn Arena haben wir heute, glaube ich, schon durch. Gucken wir noch mal kurz. Ja, das heißt, wir können hier einfach mal so den Kampf machen. Und ja, das ist der niedrigste, von dem wir noch ein bisschen Gold kriegen würden. Und gewinnen sogar ein bisschen Gold. Noch sehr schön. Ja, Glückwunsch und so an alle, die hier was noch erreicht haben. So, ansonsten hier in der Festung können wir leider nicht ausbauen, aber morgen sollten wir das Holz zusammen haben. Weil allein in 24 Stunden müsste ich schon genug Holz zusammenkriegen. Na, ganz knapp. Also einmal müssen wir Holz erdrehen, glaube ich. Oder halt ein paar gute Kämpfe dabei haben. Dann klappt das. Ja, das erstmal soweit dazu. Ansonsten bauen wir fleißig unser Arbeiterquartier aus. Wurden jetzt auch die Zeiten auf 4M7 aktualisiert, wenn ihr da mal raufgucken wollt. Und ja, das sind so erstmal die Sachen, die hier jetzt so passiert sind. Am Wochenende ist wieder Gold-Event. Von daher können wir da wieder ordentlich skillen. Besonders mit unseren neuen schicken Epics. Da werden wir da wieder richtig schön stark werden. Ja, so ein bisschen traurig bin ich noch über die Waffe, weil die keinen Sockel hat. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja zum Valentinstag wieder Epic Event oder spätestens in 4 Wochen werde ich mal gucken, ob ich da eine neue rankriege. Weil wir haben ja auch immer noch hier den scheiß Weihnachtsumhang, den wir noch austauschen müssen. Und da man ja zum Valentinstag wieder Pilze kriegen kann, werde ich dann auch demnächst mich mal wieder mit Pilzen eindecken. Dann können wir da noch ein bisschen was machen. Ansonsten haben wir ja schön viel mehr Leben, unseren Schaden haben wir in etwa gehalten. Und Glück ist wieder voll. Das ist richtig schön, dass wir hier unser 50% Crit-Chance haben. Ja, ansonsten warten wir mal ab, wann das Update kommt. Bis jetzt ist noch nicht drauf. Ich hoffe immer, dass hier mal steht, Chat wurde resettet oder so.
Aber gab jetzt auch keine News, aber es wurde auch im Chat jetzt nicht mehr so viel geflamed, dass jetzt irgendwelche Probleme sind, Leute nur abgefarmt werden. Von daher scheint es wohl ganz okay zu sein. Ah, hier wieder El Punto, den könnten wir ja eigentlich mal angreifen. Ich müsste es eigentlich so fast schaffen, eben die gesamten Bogies wegzuhauen. Aber da will irgendwie immer keiner angreifen. Und so richtig lohnt es ja eigentlich auch nicht, weil wenn ich jetzt hier 30 Bogies reinschicke, ist das Holz schon mal weg. Da verliere ich ja fast 90.000 oder sind ein bisschen über 90. Und 30.000 Stein. Und da müsste halt noch einer rein und sich das holen. Und liegt einfach zu wenig rum. Habe einfach eine zu hohe Festung. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, die Festung erstmal nicht ausbauen. Jetzt denke ich mal, als nächstes muss ich mal gucken, mit den Ressourcen kommt man ja eigentlich erstmal gut hin, weil wir haben jetzt keine Gebäude. Also bis auf die Festung, die kostet natürlich richtig viel. Aber sonst haben wir jetzt erstmal keine Gebäude, die teuer sind, die viel kosten. Von daher würde ich jetzt erstmal, denke ich mal, die Schmiede bauen. Und deshalb ist es wichtig, bevor ich die Schmiede anfangen kann, die Magier auszubauen. Weil die Steine hätten wir dann auf jeden Fall und dann bräuchten wir noch 3,6 Millionen Holz und hätten da noch knapp 4 Tage Zeit für. Das ist eigentlich möglich, weil wenn wir jetzt gucken, wir haben, na, wie viel haben wir erdreht? 500.000, 600.000 fast. Und ja, das ist möglich. Und wenn nicht, wenn es nicht für die Schmiede reicht, reicht es vielleicht für die Mauer. Die könnte man auch noch bauen, das wäre auch noch sinnvoll. Oder zur Not hätte ich ja auch noch hier die Akademie, die ich auch noch gerne bauen würde. Aber ich würde schon halt gerne erst noch was zur Verteidigung bauen, dass man da wirklich auf der sicheren Seite ist. Und ja, Mauer 14 wäre, glaube ich, auch was Schickes. Die geht auch nicht so lange, das sind nur 7 Tage. Denn es geht ja dann runter nochmal durch das Arbeiterquartier. Dann kann ich in 7 Tagen das nächste ausbauen. Und in 7 Tagen habe ich auf jeden Fall wieder genug Ressourcen, um was Schickes zu bauen. Und vielleicht dann auch schon mal die Ritterhalle auszubauen, weil die kostet ja eigentlich auch nicht so viel. Nur halt Holz und das fehlt mir zur Zeit. Ja, von der Mine ausbauen bin ich erstmal weg, weil da muss ich vorher wirklich nochmal Steinbruch und so. Wegen den Ressourcen, die fehlen da auf jeden Fall. Das wäre dann langfristig aber erst Mitte Februar. Aber erstmal in 4 Tagen Arbeiterquartier und dann geht alles schneller. Da freue ich mich schon richtig drauf. In diesem Sinne gucken wir mal nochmal. Ne, können noch keinen Angriff machen. Denn warte ich mal auf die nächste Flimmerkiste. Oh, ich habe meinen Browser noch nicht neu geladen, sehe ich gerade. Hier zeigt er aber noch Epic Event an. War heute aber nicht mehr. Von daher genießt nochmal dieses Bild zum Abschied. Bis zum nächsten Mal.